Schönen guten Abend euch allen. Ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung. Mein Name ist Günter Seifried. Ich bin seit Jahren tätig im Bereich Biokunst. Ich arbeite als freier Künstler. Ich habe einen kleinen Lehrauftrag auf der Universität für angewandte Kunst Wien und arbeite für die Firma BioFaction und mache da mehr Projekte mit denen zusammen im Bereich Ausstellungen, Festivals oder Technikfolgeabschätzung. In meinem Referat heute spreche ich über Do-it-yourself-Biology und Biokunst. Das private biotechnologische Basteln und die biomediale Kunst bzw. das biomediale Design bekommen eine neue Bedeutung durch das Aufkommen der synthetischen Biologie, bei dem Prinzipien der Ingenieurswissenschaften auf biotechnologische Verfahren angewandt werden, um Biotechnologie zu vereinfachen, zum Beispiel durch Standardisierung als Moleküle, als Standardbauteile. Das heißt also, durch die Vereinfachung vergrößert sich der Kreis der Anwender. Zum anderen geht es auch darum, um gänzlich neue Anwendungsgebiete zu erschließen. Also der Enthusiasmus reicht da weit, also von der Herstellung von neuen Treibstoffen, die Herstellung von Medikamenten mit biotechnologischen Verfahren. Und nicht zuletzt geht es auch darum, um profunde Erkenntnisse zu gewinnen, wie lebende Organismen funktionieren. Nämlich so, indem man welche entwirft und künstlich herstellt. Also in dieser Denkweise ist das Verständnis von Leben an die Fähigkeit geknüpft, einen lebenden Organismus herzustellen, wie er so in der Natur nicht vorkommt. Im Zuge der Bildung dieses neuen interdisziplinären Zweiges der Biologie drängten immer mehr Projekte mit biotechnologischem Hintergrund in zahlreiche Hackerspaces, und um ca. 2008 entsteht daraus eine eigenständige Bewegung, ausgehend von den USA, die dann Brücken nach Europa schlägt. 2011 gibt es dann die erste transatlantische Konferenz in London, bei der die Codes of Ethics zum Beispiel ausgearbeitet wurden. Also kann ich kurz mal zeigen. Also hier haben wir mal den DIY Bio Code of Ethics von der europäischen Delegation. Das sind also die Punkte, die den Aktivisten und den Teilnehmern bei der Konferenz besonders wichtig vorgekommen sind, dass ein Niederschlag in den Tätigkeiten und der Artikulation von DIY Bio finden. Also das wäre der Transparency, Safety, Open Access, Education, Modesty, Community, Peaceful Purposes, Respect, Responsibility, Accountability. Im Vergleich dazu, quasi den Entwurf der amerikanischen Delegation, so Open Access, Transparency, Education, Safety, Environment, Peaceful Purposes, Tinkering. Also wie man sieht, Die beiden Ansprüche sind doch recht ähnlich, aber unterscheiden sich dann in kleinen marginalen Punkten. Moment. Als Katalysator für die Vernetzung der europäischen Gruppen, über die ich jetzt auch heute hauptsächlich sprechen werde, hat sich ein FBI Outreach Seminar oder besser gesagt ein Outreach Workshop erwiesen, der in 2012 stattgefunden hat. Und unter diesem Eindruck ist dann im Dezember desselben Jahres die erste große DIY Bio Europe Konferenz in Paris organisiert worden von der dort ansässigen Gruppe La Payez. Ich kann kurz mal zeigen. Das ist das Kickoff Meeting im Musée des Arts et Métiers. Da sieht man aber doch schon einen recht großen Andrang, wo die ganzen Gruppen, die vorher vereinzelt agiert haben, zum ersten Mal zusammengekommen sind und überlegt haben, die weitere Vorgehensweise in der Vernetzung, was Projekte anbelangt und so weiter. Also das Gruppenfoto im Museum, das ist schön. Seither gab es noch drei weitere große Konferenzen. Die nächste war in Amsterdam bei der Eröffnung des Open Wet Labs von Dutch DIY Bio Gruppe.
Dann gab es noch in Helsinki eine im Zuge des Pixel Ache Festivals und eine in Wien, das da im Sog vom Biofiction Festival stattgefunden hat. Kann ich kurz mal zeigen, das sind die Bilder von der Amsterdamer Konferenz in der Wach Society. Das ist dann Helsinki. Und in Helsinki sind die zwei ersten großen Projekte angestartet worden. Das eine ist das BioStrike Project und das andere sind BioCommons. Bei BioStrike geht es um alternativ oder zivilgesellschaftliche Suche nach Antibiotika. Vielleicht haben Sie das schon mitbekommen, es gibt so eine Antibiotikakrise, also die resistenten Organismen nehmen immer mehr zu und die wirksamen Antibiotika nehmen immer weiter ab. Und die Pharmaindustrie ist da nicht gerade sehr engagiert, das zu ändern. Also es ist da mehr ein soziopolitisches Problem als ein technisches Problem. Also mit Antibiotika kann man jetzt viel Geld verdienen, das ist einer der vielen Gründe, wieso das dann stattfindet. Und viele Aktivisten, also innerhalb von dem Netzwerk, fanden halt, dass man da was unternehmen muss, da es doch recht viele Todesfälle gibt jedes Jahr mit resistenten Keimen und das nimmt auch immer mehr zu. Also wenn man sich auch nur vorstellt, es gibt keine Antibiotika mehr, also da können so Zahnschmerzen oder kleinere Verletzungen können da schon ein großes Problem werden für das Individuum. Und die sind da recht engagiert, da was zu ändern. Und das Netzwerk entwickelt sich rasant und auf vielfältige Weise. Also in den letzten 3 Jahren hat es da massiv Entwicklungsschübe gegeben. Und die verschiedenen Gruppen artikulieren unterschiedliche Aspekte von so Citizen Science Initiativen. Ich stelle mal ein paar vor und dann können wir später anhand der Beispiele ein bisschen diskutieren, was so die Unterschiede sind. So, das ist der Eingang zu dem ersten Laborspace von Lapayès in 2009. Also die haben sich da zusammen dann mit dem Hackerspace, dem Templab, und haben da Räumlichkeit in einer besetzten Anlage in einem Vorort von Paris bekommen und haben da ihr erstes Labor aufgebaut. Recht einfach. Wie man sieht, haben wir aber doch einen Haufen Geräte schon zusammenbekommen. Jetzt später haben sie natürlich die Aufmerksamkeit auch bekommen und die nötige Unterstützung, haben jetzt einen großen Raum bekommen inmitten von Paris. Das sind, glaube ich, über 200 Quadratmeter. Da sieht man ein Projekt, das sie machen. Die wollen mikrobakterielle Tinte herstellen, also die ist nicht toxisch. Und entwickeln da gerade, wie man das quasi aufbereiten kann, dass es einfach zu gebrauchen ist. Da sehen wir die Bürgermeisterin Anne Hidalgo, die bei der Öffnung da zu Besuch war. Also man sieht schon, es gibt in Europa, hat sie im Zuge der Formierung von dem ganzen Feld nur gesehen, wie da unterschiedliche Unterstützungen quasi die Entwicklung an manchen Orten beschleunigt hat. Oder? Also zum Beispiel in Frankreich, in Amsterdam oder in Helsinki oder in Finnland besser gesagt, da gibt es ein starkes politisches Interesse, dass das ein Erfolg wird und die bekommen auch die nötige Unterstützung dazu. Oder? Im Vergleich zu Deutschland, oder wo quasi genauso fähige Leute unterwegs sind, aber dort werden sie quasi nicht ernst genommen und bekommen da auch keinen Rückhalt. Oder? Und so sieht man, wie sich da langsam das Feld bildet anhand. Die nächste Gruppe, die ich vorstellen möchte, das ist Biologie Garagen in Kopenhagen. Die wurde 2010 gegründet von Mark Juhl, Lasse Nordfeld und Malte Borch als Teil von Labitat. Das ist auch ein Hackerspace. Also man sieht, am Anfang haben sich immer im Umfeld von Hackerspaces wurden die Tierwald-Bio-Gruppen meistens gegründet. Und die haben sich da auch entwickelt. Also am Anfang war das und jetzt mittlerweile schon recht gut ausgestattet und aufgeräumt. Das ist zum Beispiel ein Projekt aus Kopenhagen. Hier werden mit Open Source Elektronikbauteilen werden da quasi Sensoren entwickelt, die jetzt bei Fermentation den Sauerstoff, den Kohlendioxid und den Alkoholgehalt messen können.
und sind aber nicht alle Gruppen, sind organisiert über ein Labor oder einen eigenen Space. Beispiel aus der Schweiz sind Hektarier, das ist von Marc Dussier gegründet worden. Und die arbeiten viel zusammen mit Ländern in Südostasien. Da gibt es auch Gruppen, HONF oder LifePatch. Und eigentlich kann man die Aktivitäten als eine gewisse Art von Entwicklungshilfe betrachten, aber in einem guten Sinne. Ich weiß nicht, ob du den Artikel kennst, Stop Trying to Save the World, wo man quasi vor jemanden, der da über Jahrzehnte in dem Bereich tätig ist, quasi dann zu dem Schluss gekommen ist, also dass Entwicklungshilfe funktioniert nur über langfristige Beziehungen, also mit einzelnen Communities und in den dritte Weltländern. Und dass es nicht so sehr darum geht, dass man eine gute Idee hat und die dann über jedes Dorf und über jedes Gebiet, das da Hilfe benötigt, quasi implementiert. Oder? Also es sind meistens so Einzelprojekte mit viel Engagement und das ist wesentlich kostengünstiger eigentlich und wahrscheinlich ohne das zu wissen, machen die das genau richtig, oder? Oh Mann. So. Was man da zum Beispiel sieht, die haben da ein mobiles Lab gebaut in Yogyakarta in Indonesien und haben da Molekularkühe gemacht, oder? Die sind dann auch in die Dörfer gegangen und haben dort quasi Fermentationsprozesse quasi in Workshops dort den Dorfbewohnern gelehrt. Weil ein Effekt war zum Beispiel in Malaysien, ist Alkohol verboten worden oder stark reglementiert worden und das ist dann natürlich selber erzeugt worden und da kann natürlich auch vieles schief gehen und dass da aus Versehen Methylalkohol hergestellt wird aus Versehen. Und die sind dann wirklich hingegangen und haben gezeigt, wie man das richtig macht, oder? Zum Beispiel aber Molekularküche, ein anderes Projekt von denen ist quasi, da waren sie in Indonesien unterwegs und haben auch Methoden und Geräte entwickelt, um die Qualität von Wasser zu messen, oder? Weil der Umweltverschmutz sind oft ein Problem. Und wenn Behörden oder Ämter da nicht sehr, sehr engagiert sind, da was zu ändern, und die Dorfbewohner trotzdem was ändern wollen und die werden da quasi dann da ermächtigt oder sind ausgestattet mit Methoden und Know-how, um das dann wirklich durchzuführen. Und da sieht man dann die Arbeiten. Die nächste Gruppe, die vorstellt, ist das Hekuarum in Lausanne. Das wurde von Jan Erton-Luc Horry gegründet. Das kann man sagen, ist momentan vielleicht das beste ausgestattete Biohacking-Labor. Also die haben so das richtig Hightech, die haben so richtig alles. Die nächste Gruppe ist das Dutch DIY Bio, das mittlerweile unter dem Dach von der Wach Society ist. Da gibt es auch ein Fab Lab und das ist eine zivilgesellschaftliche Institution, die im Bereich zwischen Kunst, Wissenschaft und Technologie arbeitet, da mehrere Projekte macht. Da sieht man, das war beim ersten Workshop von denen, das war quasi der Start, mit PCR und Elektrophorese gearbeitet hat. Mittlerweile haben die auch ein schön ausgestattetes Labor und hat sich das da so entwickelt. Die nächste Gruppe, die vorstellt, kommt aus Graz. Das ist das Open Biolab in Graz, also Olga. Das wurde von Alexander Murer und Martin Jost gegründet. Und das war, glaube ich, sogar eins der ersten Biohacking-Labors, das quasi die BSL Level 1, also die Biosafety Level 1 Zertifizierung bekommen haben. Die dürfen da jetzt tatsächlich genetische Versuche machen oder biotechnologische Versuche machen, die beinhalten, dass Gene transferiert werden zwischen den verschiedenen Organismen, was ja sonst nicht erlaubt ist. Und die Gruppe, in der ich selber beteiligt bin, ist Pavillon 35 in Wien. Wir haben einen starken Kunstfokus,
zusammen gegründet von zwei Künstlern, also von mir und von Niki Passat. Und hier ist einer unserer Erfindungen, das sind die Yeastograms, die wir zusammen mit Lukas Zizek entwickelt haben. Das heißt, Yeastograms sind lebende Hefebilder. Also wir haben eine Hefekultur, darüber gibt es eine Schablone und das wird mit UV-Licht bestrahlt und überall dort, wo Schatten ist, kann die Hefe wachsen und so kann man die Hefe in bestimmte Formen bringen. Das ist quasi unser erstes Labor, ein Zwischennutzungsprojekt Werkstatt Meidling und mittlerweile sind wir umgezogen. Hier sieht man so die ersten Versuche und das ist das neue Labor im 9. Bezirk und das sind so Yeastogram-Stationen. Also es sind da die UV-Lichter, da quasi die Hefe die Petrischalen mit der inokulierten Hefe gibt es unter und werden da unter das UV-Licht gegeben, so bestrahlt, dass dann vor einem Schluss Formen vorkommen. Das ist man schon zweit. Also an den paar Beispielen kann man schon sehen, dass wie sich um eine Technologie herum soziale Interaktionen bilden oder auch einfach nur neu artikulieren. Dass Privatpersonen zu Hause naturwissenschaftliche Experimente durchgeführt haben, ist eigentlich nichts Neues. Aber dadurch, dass die Tätigkeit benannt wird, in Sein benannt wird und dass sich da Gemeinschaften bilden, erlangen die ganzen Bemühungen neue Bedeutsamkeit. Ein wichtiges Motiv in DIY Bio ist auch die Entwicklung einer Fähigkeit, wie man mit Biotechnologie umgehen kann oder soll. Und hier gibt es einen starken Anknüpfungspunkt zur Kunst, wo auch immer wieder die Rolle von Technologien in unserem Leben hinterfragt werden. Also Künstler eröffnen neue Kontexte, in denen man denken und handeln kann. Und die Verwirklichung von Visionen geht dann fast schon weiter als einfach nur ein kritischer Diskurs. Da möchte ich auch noch gerne ein paar Arbeiten vorstellen. Die erste Arbeit ist von Turvan Balen und Revital Kohn und heißt Sterile. Das ist ein Albino-Goldfisch, der so verändert wurde, dass er keine Fortpflanzungsorgane hat und sich da nicht weiter fortpflanzen kann und so quasi nur quasi als Produkt weiter vermehrt werden kann. Das ist die Maschine dazu, die mit dem Professor in Japan zusammengearbeitet, Professor Yamaha. Und die Maschine macht eigentlich nichts anderes, was der Professor in seinem Labor gemacht hat. Man sieht das oft bei so Standardisierungsverfahren, gerade in der Biotechnologie, oft werden körperliche Tätigkeiten von Wissenschaftlern dann abstrahiert und in Maschinen gepackt. Also die ersten PCR-Maschinen, also PCR ist die Polymerase Chain Reaction. Damit kann man DNA-Stücke vervielfältigen und im Wesentlichen geht es ja nur um Aufheizen und Abkühlen. Und ganz am Anfang haben das die Wissenschaftler so gemacht, dass sie da verschiedene Wasserbäder mit verschiedenen Temperaturen gehabt haben und das einfach so verhand hin und her, bis man dann eine PCR-Maschine entwickelt hat, wo das dann alles vollautomatisiert geht. Und wiederum Künstler haben das dann wieder quasi rückentwickelt und zum Beispiel Paul Van Noos und hat das quasi beim Lagerfeuer ein PCR entwickelt, der jetzt am Lagerfeuer durchführbar ist. Da die nächste Arbeit ist von Kobe Barhead, All That I Am, und der hat quasi eine Elvis-Maus entwickelt. Ich glaube, ursprünglich wollte er eine Maus entwickeln, die so ist wie sein Großvater, also von der DNA her. Und wie man weiß, ist ja bestimmt ja nicht nur die DNA selber das Leben, sondern auch die Umwelteinflüsse. Das heißt, also hat er die DNA und hat dazu Apparatur gebaut, wo die verschiedenen Umwelteinflüsse auf die Maus einwirken. Später hat aber den Großvater dann doch nicht hergenommen, sondern wollte Elvis hernehmen und hat sich auf eBay einen Haarschopf gekauft von Elvis und konnte somit die DNA von Elvis extrahieren. Und hat das mit Wissenschaftlern durchgespielt, quasi die Elvis-DNA in die Maus einzubauen und dann eine Elvis-Maus zu haben, die dann auch quasi durch die Umwelteinflüsse dann tatsächlich zu einer Maus werden soll. Was ist aber ein spekulatives Projekt, das heißt,
Sie haben es nicht tatsächlich gemacht, sondern nur so ein Proof of Concept erstellt. Also es wäre möglich, man könnte es machen. Und die Medien haben das aber dann anders gesehen und haben das dann als für bare Münze weiterverbreitet. Oder was dann, das hat sich dann so gesehen zu einem Medienhack entwickelt, der aber dann die Auswirkung hatte, dass dann zum Beispiel Madonna extra Personen angestellt haben, die alle DNA-Spuren von ihr da hinter ihr da quasi vernichten. Die nächste Arbeit ist von Adam Brown. Der hat Bakterien hergenommen, die in der Lage sind, Goldchlorid in Gold zu verwandeln. Es gibt die Theorie, dass viele Goldvorkommen auf der Erde, dass sie nicht nur durch Druck und Hitze entstanden sind, sondern auch durch mikrobielle Prozesse. Und hat das nachgebaut und die Bakterien sind wirklich in der Lage, aus der toxischen Substanz Gold zu extrahieren. Also Gold gelöst kommt ja auf der Welt mannigfaltig vor, also in den ganz sämtlichen Meeren. Und das, ich weiß nicht, wie viele Trillionen Gold das da überall quasi unerreichbar gelöst überall herum sind. Und so Bakterien können dabei helfen, diese da zu dienen. Und das nächste Projekt, das ich da forschen müsste, ist der bakteriologische Spiegel von Howard Boland, der das C-Lab in England gegründet hat. Man sieht es nicht richtig, also das ist quasi ein lebender Spiegel, oder? Also die Bakterien, diese kleinen Matrix sind, glaube ich, 9x9 Bildpunkte, die sich verändern und ein Bild, das vorher abgenommen sind, quasi umwandeln. Ja. Das war's eigentlich, wenn es da noch Fragen gibt. Ja, gern bereit. Diskussion. Ja.